Rock and roll, funky pop rocks your soul. Rock and roll, funky pop rocks your soul. Grüß euch, wir hoffen, dass ihr dabei wart letztes Mal. Wenn ihr nicht dabei wart, Schande über euch. So, was ist los? Es wird eine Band zusammengestellt von der Ramona. Auf jeden Fall ein eigenes Plattenlabel gegründet. Es wird weiterhin an der ersten Single gearbeitet. Während Werner, unser Lieblingsgoldener Schallplattengewinner, Sexy Werner, geschenktem Geld schöne Augen machen muss. Und es gibt auch eine fette, fette Party, eine verwirrende Überraschung und jede Menge nackte Haut. Sexy, sexy, super sexy. Ja, viel Spaß. Glaubst du eigentlich an Schicksal oder an einen guten Plan? Und kannst du dir vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn beides auf einmal dasselbe ist? Komm her, hilf mir mal bitte. Es ist wie bei diesem Reißverschluss. Sagt allen, alles passt zusammen und es geht ganz leicht. Du bist ganz nach oben. Genauso ist Musik machen für mich, als ob es das Natürlichste der Welt wäre. Wie atmen. Weil ohne Musik besteht die Welt doch nur aus Lärm, oder? Und ohne dem ist das alles nur Make-up. Haben wir jetzt den Kameramann fix? Sicher, hab ich checkt. Und die schaffen die Nachbearbeitung sicher in einer kurzen Zeit? Ja, die kriegen einen Bonus, dann geht das. Und der Mr. Vienna macht wirklich den Bunnyboy im Video? Naja, da gibt's ein Problem. Das ist ihm irgendwie zu flaschig. Na, ich schwör's dir, Werner. Wenn der nicht am Set auftaucht, machst du den Bunnyboy. Nein, ich mach keinen Bunnyboy. Ja, na, schauen wir mal. Mann, bitte, ihr seid mir bis jetzt auch keine große Hilfe. Das schaust eh immer gut aus. Ja, aber das ist der Amadeus, die größte Musikparty im Land. Ich muss besser ausschauen wie gut, ich muss überragen, überstrahlen. Ja, das stimmt schon, aber ich kann mir das nicht so vorstellen. Das. Tada! Ich weiß nicht. Das ist besser, das ist so exotisch. So wie du das sagst, klingt so, dass ich es nicht mehr anziehen will. Das ist sexy. Ja, aber da springen meine Titten raus, weil ich mich bewege. Na dann, kommst du wenigstens in die Seitenblicke. Ja, ich weiß, ich sexy ist, aber ich muss mich auch wohlfühlen. Also ich fühle mich wohl. Ja, ah, super, ausgeklebt. Ja. Damit kommst du auch in die Zeitungen. Du spinnst, das war ein Scherz. Allgemeinen Volksmarkt bei. Was bei euch los? Ja, ist super. Ich brauche jetzt noch Bier. Wo ist denn das Bier? Ich sehe es gerade. Mein Freund war nach deiner Geburtstagsparty nicht allzu begeistert. Sag ihm beim nächsten Mal, dass er mitmachen. Tschüss. Ich habe deinen Job zu verdanken. Ja, ich war keine Bitch, okay? Ich habe dich vorgestellt, weil du gut bist.
Danke. Dann schließe ich mich an. Cheers. Prost. Cheers. Zu heuer war deine Idee schon komisch. Findest du nicht? Wieso? Wieso? Weißt du, wer gewonnen hat eigentlich? Warst du dabei? Ja, aber ich war die ganze Zeit draußen rauchen und plaudern. Das ist nicht dir. Also, stimmt auch. Ich hab keine Ahnung. Wer ist der Sieger jetzt? Von was jetzt? Vom Amadeus. Also, du, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, wenn du das nächste Jahr gewinnst, dann müssen wir irgendeine Promo, Künstler-Promo machen und sowas. Ich meine, Künstlerin des Jahres oder sowas, und checkt das wieder keiner. Weißt du, was ich meine? Ja, und wenn das nicht klappt, dann bleibe ich als Mann und bin den Preis als bester Künstler des Jahres. Das wird super. Wir transponieren alles runter auf D. Eine Regenbogenmaschine, Leuchtkette. Boom, boom, boom. So machen wir das. Genau so. Genau so. Gut. Zum Wohl. Ich muss nur Du. Ja, ich. Gut. Dürfen die auch was trinken, oder? Da werden wir uns stehen lassen. Bitte. Weiß nicht. Ich soll was über die Ramona sagen. Was sagt denn die Ramona über mich? Okay, schau. Frauen in dem Business haben sowieso schon schwer. Und wenn sie noch attraktiv ist, wird sie gleich nicht mehr ernst genommen. Und das macht alles noch viel schwerer. Aber jede, die was kann und sich durchsetzt, so wie die Ramona und ich zum Beispiel, wir begegnen uns dann am selben Leben. Naja. Ramona hat eh schon alles, was ein Popstar braucht. Die Stimme, die Musikalität, den nötigen Drive, das Aussehen. Okay, das mit den Haaren ist vielleicht ein bisschen. Und diese Videos. Also das mit dieser Comicfigur, dem Raketenbaby. Was hätte das werden sollen? Okay, es war originell. Das gebe ich schon zu und das muss man ja auch lassen. Ja, genau deshalb bin ich jetzt einfach neugierig, was sie als nächstes macht. Schauen wir mal. Ich hab dich gleich gehört. Hat dich die Putzfrau reingelassen? Das lenkt mich gut vom Stress ab. Und ich habe nur eine Stunde, bis ich ins Studio muss. Magst du mitspielen? Allein ist es nicht so lustig. Mach bitte, spiel mit mir. Der Einsatz ist hoch. Sei nicht so ein Langweiler. Wenn du gewinnst, dann schlafe ich mit dir. Genau. Herausforderung steht. Was wird's? Mann oder Maus? Unglaublich, mit sowas kriegt man nicht mehr eine Erinnerung. Das klingt urgeil. Eh. Aber eigentlich die hohen Mitten sind noch so zerquetscht. Ja, die sind auch geil komprimiert. Ja, dann komprimiert ein bisschen weniger. Und die Suppe, also die wabern zu viel noch. Ja, na gut, das passt eh. Ich mache mal einen Pferdschalt auf und so und dann allein soll ich also drüber. Und dann mit einem Maximizer wieder. Ja, aber was? Es muss halt noch. Es ist mir noch zu grün. Und es muss aber mehr rot sein. Ja, na, rot. Gib mir einen Moment, ja. Geben, bis ich gehe. Was sagst du? Du weißt, dass ich mir in der Kiste immer alles angehört habe. Seit 99. Aber das da. Mach nichts vom Theater, sag schon. Das gehört zum Besten, dass dieser Oldtimer jemals zu hören bekommen hat. Echt jetzt. Wirklich? Meinst du das ernst? Du. Hundertprozentig, egal was Radio und die Kritiker da irgendwie einmal drüber sagen oder schreiben werden, das ist. Das ist ein super Pop-Song, super. Danke. Ja. Ich weiß auch nicht, aber irgendwie, deine Meinung ist mir einfach wichtig. Ja. Ich hab dich auch lieb. Ach, wenn das nicht einschlägt wie ein Bomben, dann weiß ich nicht. Jetzt muss. Wollen wir wetten? Boah, lass den Armen in Ruhe, der hat heute schon eine Wette verloren. Ach so? Ja. Also. Ja, yeah, gehen wir's an. Gehen wir's an? Ja. Was die alle geredet haben, nur Blödsinn heute. Sei nicht so fies. Ich meine, es war 5 Uhr in der Früh und alle waren besoffen. Ja, aber dein privater Regisseur hält ganz brav durch. Stimmt. Er ist hart im Nehmen. Ja, und was wolltest du mir jetzt zeigen? Den Schmäh haben um die Uhrzeit sonst nur die Männer drauf. Ich weiß, wie kritisch du mit mir bist und dass du meine Musik jetzt nicht so super findest.
Genau deswegen bist du perfekt. Na, warte, das habe ich so nie. Perfekt, wofür? Ich will eine ehrliche Meinung, okay? Mein Leben ist wie dein Leben, ist wie mein Leben, ist okay, ist okay. Mein Leben soll mir mehr geben, immer mehr geben, bis ich gehe, bis ich gehe. Hallo, ich bin mein eigenen Mond und tanze mit dem Typ, der darauf wohnt. Rock and Roll.